Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Ja. Hallo, guten Tag, Dario Stiers ist mein Name. Herr, Sie haben sich bei uns angemeldet. Sie haben mir eine E-Mail geschrieben, dass Sie heute also halb 15 erreichbar sind, ja? Genau. Okay. Aber wir haben schon 15 Sie Uhr. Sie interessieren sich für Handeln auf dem Finanzmarkt, Investitionen und so weiter. Ja, genau. Ja, und haben Sie schon die Erfahrung in diesem Bereich? Viele, ja. Ein bisschen, ja? Genau, ein bisschen, genau. Ein bisschen. Und womit haben Sie schon gehandelt? Aktien, Indizes? CFDs, Aktien, Immobilien habe ich gehandelt, natürlich auch schon. Dann auch mit Bitcoin, Ethereum und natürlich den ganzen Kryptomarkt. Mhm. Was ist das denn da für eine Disco bei Ihnen? Bitcoins haben Sie auch gehandelt, ja? Genau, alles. Okay, sehr gut. Und dann mit welchen Zielen haben Sie sich bei uns angemeldet? Was ist das für eine Disco da bei Ihnen? Ich verstehe Sie kaum. Ach so, meinen Sie also die Musik im Hintergrund? Genau. Wir haben also viele Leute im Büro, deswegen also um niemandem zu stören, spielt bei uns eine Musik. Um die nicht zu stören, spielt die laute Musik, aber dann stört die ihr doch, oder nicht? Weil ja, ich höre gar keinen. Wir hören niemanden an, also wenn wir telefonieren mit den Kunden. Ja, aber wenn es stört, dann können wir das ausmachen. Ja, das wäre nett. Mach doch mal bitte aus. Ja, okay. Okay, danke. Kleinen Moment, bitte. Ja. Alter, wenn das jetzt wirklich geht, dann bin ich der Erste, der das schafft, dass die ihr Radio ausmachen oder wie auch immer was. Ist das besser hierher? Ja, das ist super. Jetzt ist es schön leise, genau. Gut. Okay. So, und mit welchen Zielen haben Sie sich bei uns angemeldet dann? Ja, natürlich mit Geld zu verdienen. Das ist ja klar. Jeder meldet sich an, um Geld zu verdienen. Okay, gut. Und Sie haben also nachgeschaut, also wie Ihr Handelskonto aussieht? Nein. Noch nicht, ja? Ich kann also dann die Zugangsdaten auf Ihre E-Mail-Adresse zuschicken und wir können dann alles also mit Ihnen nachschauen. Und sagen Sie also, wie wollten Sie dann die Einzahlung machen? Sie wissen doch, ja, um auf dem Finanzmarkt zu handeln, brauchen Sie also das Konto zu aktivieren. Und mit welcher Summe wollten Sie einsteigen? Was empfehlen Sie mir denn? Wie bitte? Was empfehlen Sie mir denn? Sie können also mit 500 bei uns einsteigen, mit 1000 Euro, wie Sie möchten. Also was empfehlen Sie mir? Normalerweise beginnen die Kunden bei uns, also die keine Erfahrung haben, mit 500 Euro. Aber wenn sie schon die Erfahrung haben, dann können sie also mit 1000 anfangen. Ach so, okay. Also 500 ist Minimum. 500, ja. Okay, dann ja, ich kann da mal nachschieben, oder? Okay, Sie können also mit 500 anfangen, genau. Kein Problem. Gut. Okay, Herr, und wie wollten Sie dann die Einzahlung machen? Online-Banking oder haben Sie Visa oder Mastercard? Ich habe Mastercard, Visa-Karten, Online-Banking natürlich. Sie haben also... Aber gut, ich würde okay, mir, bevor ich Geld einzahle, erstmal ein paar Informationen beschaffen, wenn das geht. Gut, okay. Zum Beispiel, wie handle ich denn? Meinen Sie, ob Sie also mit dem Fachmann oder automatisch handeln? Genau, da würde ich gerne Informationen zu haben. Wie geht das? Also, wenn ich mit dem Fachmann handle, wie geht das dann? Oder mit dem Roboter? Sie handeln also mit dem Fachmann, weil Sie also dann jederzeit also die Informationen bekommen, die aktuellen Informationen, was auf dem Finanzmarkt passiert. Niemand hat jetzt Zugriff zu Ihrem Handelsaccount, also normalerweise. Deswegen entscheiden sich selber also, was sie weitermachen. Und ja, also normalerweise passiert das so. Sie können also einmal pro Woche mit dem Fachmann kontaktieren, also einmal pro Monat, wie Sie möchten. Mhm. Oder wenn Sie also öfter also dann die Hilfe brauchen, dann können Sie also zweimal oder dreimal pro Woche mit dem Fachmann sprechen. Das ist Problem. Gut. Ja, das ist wirklich gut. Und wenn ich den Roboter handle, wer ist dann mein Fachmann, der Roboter oder... Nein, Sie sprechen also natürlich mit dem Menschen, also der ruft Sie also nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, also im Laufe des Tages, Sie können einander lernen und dann besprechen Sie also alle Möglichkeiten, wie Sie handeln können. Das klingt gut, ja. Das machen wir am besten dann. Okay. Gut, dann ich schicke Ilse also auf Ihre E-Mail-Adresse, auf die gleiche E-Mail-Adresse einen Link Super. Auf die Einzahlung. Ich zeige Ihnen, wie Sie das Geld einzahlen können. Haben Sie vielleicht ein Bitcoin-Wallet? Ja, habe ich auch noch. Haben Sie noch? Sie können also in Bitcoins auch die Einzahlungen machen. Ach, das geht auch schon bei Ihnen? Ja, natürlich. Dann sind Sie natürlich ein fortgeschrittenes Unternehmen schon, weil ich wusste gar nicht, dass man schon mit Bitcoin bezahlen kann.
kein Problem. Das ist super. Sie können in Bitcoin zahlen und also in Euro von der Kreditkarte oder Online-Banken. Genau. Okay, dann was wäre für Sie lieber, in Bitcoin oder zahlen Sie also mit der Kreditkarte? Mit der Banküberweisung am besten, dann würde ich sagen. Mit Banküberweisung genau. Am besten, ja? Ja. Okay, dann wir sollten für Sie ein Konto erstellen. Sie sind aus Deutschland, ja? Genau. Dann, okay, gut, okay. Ich schicke also Ihnen dann die Bankverbindung. Mhm. Eine Sekunde bitte. Natürlich. Und weil ich noch mal eine oder Frage vielleicht habe, machen wir, oder vielleicht zahlen Sie also mit der Kreditkarte, dann geht es schneller. Nee, ich mache mit dem Überweisung dauert also von 2 bis 3 Werktagen. Nee, ich habe Online-Banking, es geht direkt. Online-Banking? Ja, das okay. Geht direkt. Sofort okay. Überweisung natürlich. Gut. Weil ich noch mal die Frage habe, die Hebelwirkung, wie hoch ist die? Wie bitte? Die Hebelwirkung, wie hoch ist die? Ich glaube ja, also, aber ich bin Account Manager, also Sie können also das, diese Frage mit unserem Fachmann besprechen, aber ich glaube ja. Nee, wie hoch die Hebelwirkung ist? Also 1 zu 30, 1 zu 20. Einen kleinen Tipp geben. Ja, das ist natürlich auch sehr freundlich, einfach so, abzuhauen. Circa 1 zu 10, 1 zu 20. Mhm. Also, das habt ihr so? Das ist gut, ja. Also ich habe also nachgefragt, also unseren Fachmann. Ja. So, ich schicke also einen Link. Eine Sekunde bitte dann. Natürlich. So, Farbe. PDF. Okay. So. Neues Scan-Verknüpfen. Das ist einfach mal lustig, sich einfach die Geräusche zu hören im Hintergrund, was alles passiert. So. Ich habe einen Link geschickt auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich schaue mal kurz. So, da wir die Einzahlungen in Bitcoin akzeptieren, also das ist also der Link auf Bitcoin-Anbieter. Hier bekommen Sie die Bankverbindung und auf diese Bankverbindung werden Sie schon dann 500 Euro überweisen. Mhm. Haben Sie schon den Link geöffnet? Noch nichts bekommen. Haben Sie bekommen, ja? Noch nichts bekommen. Ach, noch nichts. Okay, eine Sekunde bitte. Das haben Sie sind ja Darius Diaz, ne? Darius Diaz, genau. Ja. Nee, nichts bekommen noch nicht. Noch nichts, okay, eine Sekunde dann. Mhm. Warten wir ab. Natürlich, dann warten wir. Dies ist die Mailbox von? Ich habe also an die gleiche E-Mail geschickt, also mit der sollte ankommen. Ja. Das ist echt interessant, Leute, was alles so abgeht im Hintergrund, ohne die Musik. Nee, leider noch nicht, ich schaue mal eben weiter. Da bimmelt ein Telefon, dann ist eine Mailbox dran und so, also was da für ein Betrieb ist. Da siehst du, hört der Bimmelschirm wieder da. So, immer noch nicht. Ich glaube, Sie haben sich an der richtigen E-Mail-Adresse geschickt, kann das sein? Sie haben mir eine Antwort geschrieben, deswegen also die E-Mail stimmt. Aber das kann also das sein, also das... Ich hab nichts bekommen. Also ich habe wirklich keine E-Mail. Also ich habe wirklich keine E-Mail bekommen, Leute. Also lieben Zuschauer, also ich weiß nicht, was der Typ ist. Wie doof kann man sein? Der hat mir schon eine E-Mail geschickt, aber trotzdem falsch, oder was? Nochmal eine E-Mail. Auf jeden Fall. Haben Sie schon sowas etwas bekommen? Ich schaue nochmal. Nein. Ich finde also die E-Mail, die Sie mir geschrieben haben und schicke als Antwort vielleicht. Das ist genau. Das kann sein, dass es im Spam ist. Ich schaue mal. Nee, doch nicht. Ist nicht im Spam. Ich sag extra gerade nichts, Leute, weil
das so cool ist, einfach, dass der Hintergrund so passiert. Ich schau nochmal eben. Also ich finde es einfach interessant, was da gerade im Hintergrund abgeht. So da, also das, deswegen sage ich extra gerade nichts, Leute. Sie haben Gmail, glaube ich, ja? Genau. Gmail, ach so, dann sollten wir abwarten. Also wir haben also heute technische Störungen. Also die Kunden mit Gmail bekommen unsere E-Mails aus irgendwelchen Gründen mit Verspätungen. Oh, okay. Haben Sie schon was bekommen vielleicht? Ich schau mal. Dort steht also ein Link auf getbitter.com. Versuchen wir jetzt zu scannen. Noch nicht, mal gucken, wir warten noch. Haben Sie Ihren Posteingang aktualisiert? Hallo, Herr Geis? Ja, bitte. Mein Name ist Markus Schulz. Ich rufe Sie von der Monik. Es geht um Ihr Handelskonto, Herr Geis. Hallo? Es geht um Ihr Handelskonto. Wollen Sie mich? Ja, bitte. Es geht um Ihr Handelskonto, was Sie schon aktiviert haben. Wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie noch keine Wallet-Adresse besitzen. Das brauchen Sie mit registrieren. Ich bitte um Entschuldigung, mit wem telefoniere ich? Markus Schulz, mein Name, Herr Geis. Ich bin der Abteilungsleiter von Deutschsprache, die Abteilung. Hallo? Hallo? Wer ist da bitte? Da wird gerüttelt und gerappelt, aber da der andere da aufgelegt leider schon. Jetzt muss ich wieder einspringen. Hallo? Ja, bitte? Ja, sind Sie genau, Herr? Ja, ich bin Herr. Ich habe den Link jetzt, also GetBitter habe ich jetzt. Okay. So, und was muss ich da machen? Okay, so, Sie haben den Link schon bekommen. Jawohl. Markus Klein. Hallo? Genau, ja. Enter your email und bei Bitcoin, oder? Genau, enter your email, fügen Sie bitte dann Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie dann auf bei Bitcoin. Ja. Oder check your email. Jetzt sollen Sie also die E-Mail-Adresse bestätigen, die Sie eingefügt haben. Mhm. So, dann sollten Sie zurück zu Ihrem Posteingang gehen. Am besten nicht zurück, sondern öffnen Sie also diesen Link in Ihrem Browser. Wie meinen Sie das jetzt, den Link im Browser öffnen? In Chrome oder in Firefox oder in Safari, ich weiß nicht, was für einen Browser haben Sie. Yahoo. Okay, so, dann arbeiten Sie also mit diesem Link im Browser. Und wenn Sie also die E-Mail-Adresse eingefügt haben, dann gehen Sie zu Ihrem Posteingang und Sie sollten also jetzt eine E-Mail von Bitter bekommen, von Bitter Support. Ja. Bestätigen Sie dann Ihre E-Mail-Adresse. Okay, ich habe noch nichts bekommen. Von Bitter haben Sie nichts bekommen? Noch nichts, nein. Hier steht check your E-Mail. Check your E-Mail, genau. Prüfen Sie bitte dann den Posteingang, vielleicht in Spam. Schau mal. Von Bitter sollten Sie Nein. bekommen. My Updates, aber sind Sie ja, glaube ich, nichts. Mhm. Sind Sie myupdates.de? Nein, Sie sollten, wir machen die eine Überweisung über Bitter. Hier haben Sie die E-Mail-Adresse eingetragen. Mhm. Jetzt sollten Sie von Bitter Support eine E-Mail bekommen, um diese E-Mail zu bestätigen. Noch leider nichts bekommen. Wenn Sie die E-Mail korrekt angegeben haben, dann sollten Sie also diese E-Mail unbedingt bekommen. Ja, schauen wir mal. Jetzt habe ich Bitter Support, ja. Willkommen, you are on the way. Let's confirm your E-Mail. Confirm your E-Mail, genau. Tell us your IBAN. Genau, jetzt sollten Sie Ihre IBAN-Nummer eintragen, von der Sie 500 Euro überweisen würden. Ja, das mache ich eben. Ich muss ihn kurz meine Bankkarte holen.
Kleinen Moment bitte. Mhm. Gut. So. DE41234. Bam, bam, bam. Ach so, hä, ich kann keine IBAN eingeben irgendwie. Da steht, I plan to buy at least. Wie bitte? Da steht, tell us your IBAN und dann steht da, I plan to buy at least. Ach, 500 muss ich eingeben, ne? Achso, ja, Sie sollten dann, Sie haben die IBAN eingetragen oder noch nicht? Genau, die IBAN steht schon unten. Und Euro 500 und dann once daily, weekly, monthly, yearly. Oder so ähnlich. Können Sie bitte nochmal vorlesen, was steht da? Da steht, tell us your IBAN, dann ist da Geld, dann ist da noch ein Checkbox mit once daily, weekly, monthly, yearly und dann unten IBAN. Ach so, nur once sollten Sie angeben. Ja. Once, genau, Sie machen nur einmal die Einzahlung. Ah ja, genau. Eine Sekunde, ich hole für Sie ein Bitcoin-Wallet. Kleinen genau, Moment, bitte. Tell us your Bitcoin-Address. Genau. Hol mal für mich eine Bitcoin-Adresse, ist klar, von dir selber. So, sollten Sie jetzt eine Bitcoin-Adresse angeben? Genau, tell us your Bitcoin-Adresse. Genau, diese Bitcoin-Adresse schicke ich also per E-Mail. So. Wieder als Antwort auf diese E-Mail. So, Send, abgeschickt. Ich guck mal. Der Roboter macht das. Verstanden. Deswegen eine fundamentale Analyse kann der Fachmann auch erstellen. Deswegen, wenn Sie beide kombinieren, dass wir dann für Sie als Trader nutzen zu Ihren Zeugen. Okay, sind Sie dann nur über diese Nummer gereicht? Ja, so haben Sie richtig geschrieben. Und wann sind Sie geboren? Ich habe in Ihrer Mail nicht gesehen. So, und dann next. Doesn't look like a wallet Bitcoin Address. Haben Sie schon die Bitcoin eingefügt, ja? Da steht da, I confirm I'm the sole owner of the Bitcoin Address. Genau, I provide was? Genau, klicken Sie, sehen Sie Copy Text. Copy Message, ja. Copy Message, kopieren Sie ja. Und schicken Sie bitte diesen Text an mir als Antwort, damit wir also einen digitalen Unterschrift für Sie erstellen können. Hier natürlich. Als Antwort auf die E-Mail, wo wir kontaktiert haben. Ja, natürlich. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob er heute schon Sie kontaktiert oder morgen früh, aber auf jeden Fall, wir haben schon alles geschafft und ab morgen auf jeden Fall sprechen wir. Jawohl, schönen Tag nochmal. Ihnen auch dann wieder, ja. Haben Sie abgeschickt? Genau. Gut, ich aktualisiere bei mir also die Seite. Ja, bitte. Hab noch nichts bekommen. Ich habe geantwortet schon. Und bei Ihnen ist die E-Mail ist raus. Sie sehen, dass es abgeschickt ist. Ja, es ist auf jeden Fall raus. Muss ich da jetzt irgendwas noch eingeben oder so? Nein, ich hab schon bekommen. Sie haben schon, sehr gut. Gut. So, jetzt erstellen für Sie einen digitalen Unterschrift. Das dauert noch eine Minute. Natürlich. Und wie alt sind Sie her? 27. Okay. Genau. Achso, ist das wichtig, die digitale Unterschrift? Bitte? Ist das wichtig? Wir verbinden. Ja, jetzt schicke ich Ihnen als Antwort also den digitalen Unterschrift. Wir verbinden also diese Bankverbindung mit Ihrem Handelsaccount. Und Sie werden also dann auf solche Weise die Einzahlungen und Auszahlungen machen. Ah, okay. So, jetzt
Ich antworte auf Ihre E-Mail-Adresse mit der digitalen Unterschrift. Natürlich. Bitte auf, Sie sollten also das alles kopieren und einfügen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das bekommen haben. Also der erste Buchstabe ist H wie Heinrich und am Ende gleiche Zeichen. H wie Heinrich, dann geht's los. H also wie Mulm. Wie bitte? Mulm, oder was? Also H wie Heinrich am Anfang. Haben Sie schon diese Unterschrift bekommen? Also nee. Das ist eine Reihe von Buchstaben und Ziffern. Ah, okay. Ah, doch, jetzt habe ich bekommen. Gut. Doch, jetzt habe ich bekommen, ja, genau. Ja. Okay, am Anfang H wie Heinrich. Kopieren, ja, und dann einfügen, verify oder was? Kopieren. Ja, aber prüfen Sie bitte, ob Sie alles kopiert haben. Ach so. Von H bis gleiche Zeichen. So, ich schau mal eben. So, H, O, gleiche Zeichen. Kopieren dann und einfügen und auf Next klicken. Oder und dann muss ich einfach warten, bis der Computer explodiert, so. Oder was passiert dann? Nein, nein. Haben Sie schon die Kontodaten gefunden? Sehen Sie schon? Wer trommelt der ganze Zeit? Wie bitte? Wer trommelt der ganze Zeit? Ich bitte Entschuldigung, habe Sie akustisch verstanden? Da hat jemand getrommelt. So, auf den Tisch getrommelt. Hallo? Ja, das hört man mich nicht mehr. Ja. Haben Sie, auf den Tisch getrommelt, hatte jemand da? Nein, ich habe gefragt, ob Sie die Kontodaten bekommen haben. Ach so, natürlich, ich habe das schon hier. Amount per schon, Transaktion, ja? Transaktion Limit, Payment Description, Account Holder, IBAN-Nummer. Jawohl, und jawohl. Jetzt passen Sie bitte auf. Ja. Das ist also Ihre Bahnverbindung. Ja, natürlich. Und wohin Sie 500 Euro überweisen werden, ja? Also, es ist sehr wichtig, korrekt den Verwendungszweck anzugeben. Dort sollte also Payment Reference stehen oder sowas, nur die Buchstaben, ja, oder die Buchstaben und Ziffern. Payment Description, oder? Payment Description, aha. Genau. Also es ist sehr wichtig, also das alles korrekt anzugeben. Also nichts mehr und nichts weniger. Also was genau passiert so, dann, wenn ich es falsch angebe? Wenn Sie falsch angeben, dann bekommen Sie auf Ihrem Handelsaccount diese 500 Euro nicht. Also das Geld geht irgendwo hin, aber Sie bekommen also diese Summe nicht. Deswegen, also da diese Bankverbindung also mit Ihrem Handelsaccount verbunden ist, sollten Sie alles korrekt angeben. Also Sie wissen doch, also wenn Sie einen Fehler bei der Überweisung machen, dann geht das Geld also irgendwo hin, aber nicht zu Ihrem Empfänger. Also deswegen sollten Sie das korrekt angeben. Sie sehen also so. Empfängernamen, IBAN-Nummer und Payment Reference oder den Verwendungszweck. Genau. Am besten, wenn Sie Online-Banking haben, auf Ihrem Handy, Sie können also kopieren und einfügen, kopieren und einfügen. Kopieren, ausfügen, genau. Gut, wenn Sie das machen können, also ich kann also dranbleiben, Sie können also dann mir sagen, also was Sie machen und dann würde ich es gerne bitten, auf meine E-Mail-Adresse eine kurze Bestätigung zu schicken, damit wir Ihr Handelsaccount aktivieren können und Sie haben dann die Möglichkeit schon heute mit unserem Fachmann Kontakt. Ich habe eine Frage, wieso muten Sie sich immer, wenn da jemand trommelt? Trommelt? Ja, das wir... Die muten sich immer, wenn jemand trommelt. Da. Nein, das machen wir, wenn jemand, also wenn die Kunden bei uns die Handelskonto öffnen, ja. Und wenn die Fachmänner mit solchen Kunden weiterarbeiten, so. Und wenn die Kunden was verdienen, ist solche Tradition bei uns, also den Broker oder den Fachmann zu begrüßen, wenn der also für den Kunden also guten Profit gemacht hat. Ach so, die kommen alle immer in ein Zimmer rein mit Licht aus. Das ist nur unsere Tradition bei unserem so. Unternehmen. Ach so. Wenn Sie den Profit bekommen, werden wir uns Ihren Fachmann auch auf solche Weise begrüßen. Ach, sind Sie dann? Aber Sie sind nicht der Fachmann jetzt, ne? Ich bin nicht der Fachmann, ich bin der Account Manager. Hä, aber der ist doch eh schon da. Warum begrüßt ihr den denn dann? Der sitzt also daneben. Ach, der steht dann so auf und dann denkt er sich, oh, jetzt habe ich endlich einen Kunden, oder was? Oder wie? Wie bitte? Wie funktioniert das dann? Wie geht die Begrüßung dann? Na, wir sehen also im System, dass der Fachmann für den Kunden einen guten Profit gemacht hat. Und dann also auf solche Weise begrüßen wir also den so. Fachmann. Gibt es auch dann... Nur die Tradition, also als ob wir... Nee, wie Gesundheit ja. sagen oder so. Genau, Gesundheit. Also gibt es da auch so einen Strauß Blumen und dann ein Foto gemacht und dann irgendeine Siegerehrung oder wie geht es dann? Bitte?
Gibt es dann auch einen Strauß Blumen für den Fachmann dann oder wie ist das dann? Oder? Leider nicht. Nicht? Nicht. So, machen Sie jetzt eine Überweisung? Ja, natürlich. Ja, aber passen Sie bitte auf, damit Sie alles korrekt genau eintragen. Das stimmt natürlich. Und wie viel Fachmänner wurden heute schon begrüßt? Pro Tag? Ja. Heute? Ja. Kleinen Moment. 7. 7? 7. Und der Rest? Die arbeiten noch. Ach so. Ach, die müssen doch jetzt Profite schlagen für den Kunden. Ja, natürlich. Die sind also, die sind daran interessiert. Und dann haben die Feierabend dann oder wie ist das dann? Feierabend? Ja. Bis 19. Wir arbeiten bis 19. Ach so. Und die Begrüßung, dann ist dann darf der erst arbeiten oder wie ist das dann? Welche? Nein, also wenn jemand also den Profit bekommt, dann können wir also dann den Fachmann. Es ist nicht unbedingt, das ist. Mhm. Und schicken Sie bitte dann also die Bestätigung auf meine E-Mail-Adresse. Ja, ich muss gerade Notar eingeben, alles noch keine Angst. Okay, gut. Und Sie haben auch schon eine Begrüßung bekommen, oder? Bitte? Sie haben auch schon eine Begrüßung bekommen? Sie? Nee, Sie. Ich bin der Account Manager. Ach so, Sie bekommen keinen Applaus, oder? Kein Applaus, ja. Schade. Die wichtigste Aufgabe ist bei dem Fachmann, bei dem Broker. Ach so, ja gut, das stimmt ja wohl. Die sind ja die Zimmerdame so ungefähr dann, ne? Die Empfangsdame sind Sie. Ich bitte Entschuldigung, die Verbindung war unterbrochen. Sie sind so die Empfangsdame. Was meinen Sie? Wenn ein neuer Kunde kommt, dann kommt er zuerst an Ihnen. Jawohl. Und dann gibt es auch eine Begrüßung. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ich mich leider auch nicht, weil ich mich klar und nicht klar ausdrücke, aber ist egal. Das Geld ist draußen jetzt. Und okay, dann machen Sie bitte ein Screenshot oder eine kleine Bestätigung, damit wir also den Empfängernamen und den ja Verwendungszweck sehen können, also wohin das Geld raus ist, damit wir das bestätigen können. Und dann wird also Ihr Account schon aktiviert. Mhm. Wir überprüfen alles und ja, und Sie wissen, dass alle Kunden sollten auch verifiziert sein. Es wäre gut, wenn Sie direkt auf unserer Webseite oder auch auf meine E-Mail-Adresse ein Foto von Ihrem Dokument zu schicken, von ja Ihrem Ausweis, vordere und Rückseite. Natürlich. Sie können das als Antwort auch wieder auf meine E-Mail zuschicken oder direkt von Ihrem Handelsaccount auf unserer Webseite. Genau, das ist gut. Und eine Bestätigung haben Sie schon per E-Mail geschickt, ja? Welche Bestätigung? Des Zahlungseinganges. Das ich meine, ich also Sie haben die Überweisung gemacht, ja? Und schicken Sie bitte einen Screenshot oder eine kurze Bestätigung des Kontoauszuges oder vielleicht ein Foto des Kontoauszuges, damit wir also sehen können, dass das Geld raus ist und damit wir die Daten, die Sie eingefügt haben, überprüfen können. Ach so, natürlich, ja, das ist kein Problem. So, dann an Ihre E-Mail-Adresse, oder? Ja, genau. Wieder auf Dario Stier. Sie haben also von mir die E-Mails, mehrere E-Mails bekommen. Genau. So habe ich geschickt. Weggeschickt, ja. Hallo, guten Tag. Und können Sie bitte auch in der Zwischenzeit auch ein Foto von Ihrem Ausweis auch zuschicken? Natürlich, aber das ist gerade nicht da. Geht der Schülerausweis auch? Bitte? Nein, ein Ausweis. Genau, ist ein Ausweis. Ausweis,
Genau. Sie sind 27 Jahre alt, ja? Genau. Okay. Nee, Sie studieren noch? Nee, machen nee, Sie auch eine Ausbildung oder sind Sie berufstätig? Nein, ich meine natürlich meinen alten Schülerausweis vor 10 Jahren, ob ich ihn schicken kann. Aha. Nein, nein, wir brauchen einen Ausweis. Nein. So. ID-Karte oder Reisepass. Mhm. Haben Sie bekommen das Bild? Oh. Was ist das denn jetzt hier, Leute? Noch nicht. Ich habe gesehen, also jede Sekunde meine. Ach so, ich habe was bekommen. Können schau mal nach. So, hier steht also Bitter AG und Verwendungszweck. Ist der Verwendungszweck ZJPJ3 oder was? Ganz genau. Das ist der Verwendungszweck, mhm. Ja? Okay. Und darf ich Sie noch gerne bitten, ein Screenshot uns zu schicken, wo von Bitter AG, wo Sie die Bankverbindung bekommen haben, damit wir alles abgleichen können. Natürlich. Auch nochmal ein Screenshot. Okay. Sie können ja ein Screenshot mit den Kontodaten, die Sie von Bitter bekommen haben. Natürlich. Ich leite also die Information an unsere Finanzabteilung, damit Sie nicht zu lange abwarten. Sie wissen ja, die Überweisung dauert ja, schon 2 bis 3 Tagen. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten hallo. Tag. Ja, hallo, können Sie mich hören? Ja, mit wem telefoniere ich? Wer sind Sie bitte? Sie haben mich angerufen. Nein, ich habe Sie nicht angerufen. Sie können auflegen. Wie bitte? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Oh Gott, ey. Also, das ist total lustig wieder, ey. Hallo. Der sagt nur nichts, der Typ. So, ich habe also ein Foto von Ihnen bekommen. Es ist sehr gut geklappt. Und die Fotos von dem Ausweis warten wir von Ihnen auch, damit wir Sie als Kunden verifizieren können. Hallo? Hallo? Komm, jetzt sag irgendwas, Dame. Ja? Ja, hallo, Herr. Ja, die ist Entschuldigung, irgendwo, die Verbindung ist weg. Genau. So, wir haben die Fotos von Ihnen ja, bekommen. Super. Und ein Foto vom Ausweis haben Sie noch nicht geschickt. Schicke ich später, heute Abend. Dann Sie schicken. Genau. Heute Abend? Ja. Haben Sie auf dem Handy also dieses Foto nicht? Oder nein, nein, ich habe meinen Personalausweis nicht, nein. Nein, ja. Okay, und Sie können also dann das, also keinen Ausweis bei sich, also um abzufotografieren, oder? Nein, leider nicht. Ich habe gerade meinen Ausweis nicht. Ich habe den gerade meinen Ausweis in meinen 12-jährigen Bruder gegeben, damit er sich Kippen holen kann. Okay, eine Sekunde bitte. Natürlich. Ja, Leute, das ist wieder nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ich habe dich wieder ein paar mehrere Calls verbunden. Haben Sie vielleicht Führerschein? Nein, auch nicht. Ich habe keinen Führerschein. Auch nicht? Nein, ich habe keinen Führerschein. Und wann können Sie also das heute Abend machen? Ja, so gegen 19 Uhr, 20 Uhr. Gegen 19 können Sie das machen? Ja. Okay, weil wir schon also von Ihnen diese Information über die Einzahlung bekommen haben. Mhm. Und ja, das Geld kommt an und Sie können schon genau. Dann mit dem Fachmann weiterarbeiten, aber Sie sollten also zuerst uns die Dokumente zuschicken, damit wir diese Transaktion auch bestätigen können, mhm. Und Sie als unseren Kunden verifizieren. Kann nicht, okay. Leider erst heute Abend. Heute Abend, gut, genau. Okay, aber vergessen Sie bitte, das nicht zu machen. Meine E-Mail-Adresse haben Sie. Genau. Sie können also das zuschicken. Auf jeden Fall, sobald wir diese Dokumente von Ihnen bekommen, dann rufe ich Sie sofort zurück. Mhm. Super. Okay. Und habe ich jetzt schon Profite, also auf mein Konto 500 Euro, oder? Ein Konto haben Sie in Dollar, deswegen werden Sie in Ihrem Handelsaccount mehr als 500 Dollar sehen. Also das wird also Euro in Dollar umgerechnet.
Ja, und danach kriegen Sie schon den Anruf von dem Fachmann. Mhm. Bei Swiss und darf ich noch fragen, Strategie. Was Sie beruflich machen? Ja, natürlich. Ich bin der Däumchendreher. Wie bitte? Däumchendreher bin ich. Ich habe also nicht verstanden akustisch. Däumchendreher. Ach so. Okay. Hm? Gut. Dann wir warten auf die Dokumente von natürlich. Ihnen. Ich rufe Sie dann nochmal zurück, um das alles zu bestätigen. Genau. Und dann werden Sie schon mit dem Fachmann arbeiten. Super. Gut. Okay. Ich danke dann für das Gespräch. Falls Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie bitte mich zurück. Alles klar, nicht dafür. Okay, ich danke Ihnen nochmal. Wunderschönen Tag noch. Wiederhören. Danke, gleichfalls. Tschüss. Leute, das war mal ein anderes Video. Diesmal habe ich ganz durchgezogen. Ich war nicht so extrem lustig, weil heute habe ich so einen Tag, wo ich nicht so extrem lustig bin. Dann ist einfach manchmal so. Aber naja, wir schauen mal an, was da passiert, Leute. Es bleibt spannend. Schade, dass die Dame nicht gesprochen hat. Die hätte noch weiter durchziehen müssen eigentlich. Aber naja, man kann es nicht richten mit den Konferenzen. Trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Hallo? Hallo, Herr, bitte ich um Entschuldigung. Mein Name ist Darius Dias. Ich habe eine Rückmeldung von der Finanzabteilung bekommen. Oh. Also das Geld ist schon auf Ihrem Handelsaccount, also genau. Bei uns schon. Okay, und damit Sie also schon keine Anrufe von den anderen Firmen bekommen, also machen wir also einen Code mit Ihnen. Also wäre es gut, wenn es mein Name wäre. Also Darius Dias, das ist der polnische Name, ich glaube. Also nicht so viele Menschen haben also, solche Namen. Das also, denke Sie ich sollten auch also einen Anruf von Ihrem Account Manager bekommen von Darius Dias. Ja, aber können wir überhaupt ein anderes Kennwort ausmachen, weil ich kann mir den Namen nicht so gut merken. Okay, gut, kein Problem. Machen wir iStacks 75, okay? Ich notiere es bei mir. Ja, super. Können Sie bitte dann buchstabieren? I? I? I wie Ida. Ach so, I, C, Eis. Wie, okay. Genau, Eis. Also I wie Ida, C wie Cäsar, E wie Emil, D wie Dax. Jawohl. E wie Emil, X wie X. Jawohl. Und dann 75. Jawohl. 75. Genau. Geht. Passt. Okay, alles klar, super. 75. Gut, danke für das Gespräch. Nicht dafür. Schönen Tag noch. Ja, danke, wir hören.